So, Freunde, willkommen zu einem neuen Settings-Video. Haben sich einige von euch gewünscht, deshalb habe ich mich jetzt hier noch dazu motiviert, dazu aufgerappelt. Das ist jetzt schon echt spät, ihr seht, 3 Uhr, es ist einfach schon. Für mich geht es ja morgen, also Montagmorgen in Urlaub. Mache ich jetzt nochmal ein Settings-Video hier für euch. Ich hoffe, ich kann die meisten Sachen abdenken. Wie ihr jetzt im Hintergrund schon sehen könnt, richtet sich vor allem an PC-Spieler und an Controller-Spieler. Ich sag mal, an die Konsolenspieler, ihr könnt gerne meine Controller-Einstellung verwenden, auch meine Astro-Einstellung, aber halt logischerweise die PC-Einstellung könnt ihr wenig mit anfangen, also seid mir da jetzt nicht sauer, weil ich denke mal, viele von euch spielen auch auf dem PC mittlerweile. Das heißt, ich zeige jetzt hier ein paar PC-spezifische Einstellungen. Ich fange auch hier mal direkt an. Ich hoffe, ich liege nichts. Jetzt hier im Battle.net Launcher, ne? Könnt ihr hier bei Einstellungen ein paar Sachen machen. Hier, ich würde euch empfehlen, beim Spielstart Battle.net verlassen. Dann zieht es keine Performance im Hintergrund. Ne? Battle.net verlassen beim Spielstart. Das heißt, sobald ihr dann quasi ja Modern Warfare, Warzone, Cold War startet, schließt sich der Battle.net Launcher im Hintergrund. Hier, Hardwarebeschleunigung des Browsers. Verwenden würde ich den Haken auch rausmachen. Sieht auch unnötig Performance. Ne? Ansonsten hier die Einstellung euch freigestellt. Macht ihr hier auch fertig. Wo wir jetzt das Game starten, zeige ich euch auch nochmal meine Nvidia-Systemsteuerung-Einstellungen. Sind auch relativ überschaubar, würde ich behaupten. Ich habe G-Sync bei meinem Monitor aus. Bin ich kein Freund von. Kommt natürlich auch auf den Monitor an, den ihr habt. Ne? Meiner ist auch, hat glaube ich nicht mal G-Sync. Doch, er hat tatsächlich G-Sync, aber ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Also wie gesagt, kann man anmachen, kann man auch ausmachen. Ist wirklich jetzt nicht von relevant, sage ich mal. Hier die Einstellung, die ihr auf jeden Fall übernehmen solltet, sind Energieverwaltungsmodus. Maximale Leistung bevorzugen. Wichtig, ne? Wählt ihr hier aus. Zack. Texturfiltering, Qualität habe ich auch auf hohe Leistung. Ist auch wichtig. Würde ich auch so empfehlen. Dann habe ich hier noch bei, ich habe es sogar nicht mehr hier gemacht, bei OpenGL rendernde GPU. Ihr habt wahrscheinlich eh, so wie ich, nur eine Grafikkarte. Wählt trotzdem die Grafikkarte aus. Jetzt seht ihr auch hier, klickt ihr hier auf Übernehmen. Ist ganz wichtig in den Nvidia-System. Einstellungen. Weil wenn ihr da vergesst, auf Anwenden zu drücken, habt ihr ein Problem. Wie gesagt, also hier maximale Leistung bevorzugen. Hier wählt ihr eure Grafikkarte aus und hier könnt ihr auch nochmal gerne hohe Leistung einstellen. Das sind die Sachen, die ich hier eingestellt habe. Die anderen Settings habe ich auch mal mit rumprobiert. Es gibt auch noch ein paar andere Settings, die man ja einstellen kann. Aber die haben sich für mich in der Spiele-Performance ja nicht wirklich, hatten nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen. Das heißt, da gehen wir auch da nochmal raus. Dann geht ihr noch, wenn ihr eure Windows-Taste drückt und dann Q, dann seht ihr hier, seid ihr im Dings, dann könnt ihr einstellen Standard-Apps. Nicht Standard-Apps, sorry. Es ist schon spät. Hintergrund-Apps. Klickt ihr rauf und drückt Enter und dann kommt ihr hier rein. Da würde ich euch empfehlen, hier den Haken auszumachen. Ausführung von Apps im Hintergrund zu lassen. Ihr seht, das sind ganz viele Apps. Ich habe hier auf dem PC so gut wie nichts drauf. Die ihr nicht braucht, ziehen auch wieder unnötig Performance. Also, wie gesagt, hier den Haken noch raus. Sollte euch auch nochmal einen kleinen FPS-Boost, Performance-Boost bringen. Und jetzt hopsen wir rein in Warzone. By the way, ich muss das Video jetzt hier zum zweiten Mal aufnehmen an der Stelle, während hier mein Online-Profil abgerufen wird. Weil irgendwie davor hatte ich einmal mein Mikrofon mute. Da mal bitte ein Big F in die Kommentare. Ich habe gerade 20 Minuten ein Video aufgenommen, ein Einstellungsvideo, habe gelabert und war einfach mute. Ich war einfach mute, okay? Naja, so ist es. Also, wir hopsen rein in die Einstellung, Tastatur und Maus. Habe ich euch schon angedroht, kann ich euch nicht zu sagen. An alle Keyboarder, tut mir leid, müsst ihr ein anderes Video schauen. Aber ihr könnt generell trotzdem meine anderen Einstellungen übernehmen. Sichtfeld bin ich mittlerweile auf 117 umgestiegen, hatte es sehr lange auf 107. Ich würde euch empfehlen, einen Wert zwischen 105 und 120 zu wählen, falls ihr auf dem PC seid. Auch wieder ein Big F an alle Konsolenspieler. Ihr habt immer noch keinen FOV-Slider, kein Sichtfeld. Ist sehr ärgerlich. Ich habe jetzt 117, ihr könnt auch 120, wie gesagt, da sind euch keine Grenzen gesetzt. Nehmt das, was sich für euch am besten anfühlt. Wichtig ist nur, dass ihr das Ziel vor Richtung Sichtfeld auch beeinflusst habt. Damit habt ihr einfach deutlich weniger Recoil, vor allem visuell. Also es kommt euch deutlich weniger vor und es fühlt sich einfach besser an. Also macht das auf jeden Fall auf beeinflusst. Helligkeit habe ich immer auf Standard. Meine, liegt auch ein bisschen daran, was für einen Monitor ihr benutzt. Könnt ihr auch mittlerweile mit den normalen, neueren Monitoren könnt ihr auch da Einstellungen vornehmen. Ich habe es einfach auf 50%. Vorspann überspringen auf jeden Fall aktiviert. Das heißt, ihr müsst euch nicht jedes Mal dieses mega laute Intro geben. Tooltips könnt ihr, also habe ich aus. Ich weiß gar nicht, wie sich das irgendwie äußert. Ja, so Tipps, weiß ich gar nicht. Habe ich auf jeden Fall aus. Denke ich, brauchen die meisten von euch auch nicht mehr. Farbenblindheitsmodus habe ich tatsächlich keinen. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Grünschwäche spielen. Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Ja, ob sich das jetzt wirklich irgendwie auf die Performance auswirkt, wage ich zu bezweifeln. Ihr könnt gerne mal die Dinger durchtesten. Vielleicht gefällt euch einer mehr, einer weniger. Ich habe es auf jeden Fall deaktiviert.
Wichtig ist auch die Minikartenform. Quadrat, bitte tut mir den Gefallen und stellt das Ding auf Quadrat, weil ich mache hier immer meine Facecam weg. Wenn ihr das Ding auf quadratisch habt, einfach mehr sieht. Nee, mehr seht. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier babbeln sollte, ist spät, tut mir leid. Ihr seht, dass ihr einfach deutlich mehr Überblick habt und dass bei der runden Minimap einfach viel mehr abgeschnitten ist. Also stellt das auf jeden Fall auf Quadrat. Ansonsten hier die Einstellungen sind eigentlich relativ uninteressant für euch. Ich würde euch auch empfehlen, natürlich die Sachen einfach so zu kopieren, wie ich sie habe. Dann habt ihr den Überblick eurer FPS, also ob euer PC quasi rund läuft oder auch eben nicht. Serverlatenz, was ihr für einen Ping habt. Paketverlust ist auch wichtig zu wissen, finde ich. Weil falls ihr Paketverlust habt, würde ich euch empfehlen, einfach die Runde zu verlassen. Macht wenig Sinn, mit Paketverlust zu spielen in Warzone. Die Grafikkartentemperatur ist vielleicht auch nicht verkehrt, die im Auge zu haben, dass euch eure Grafikkarte dann nicht abfackelt. Und natürlich, ob ihr gemutet seid. Also Sound- und Sprachstummschaltung. Beides aktiviert, das heißt, es steht dann oben links, falls ihr F9 und F10 sind, glaube ich, die Standardtasten, drückt dann und ihr auf einmal keinen Ton mehr habt, dann wisst ihr auch wieso. Ne? Und wundert euch nicht, warum habe ich keinen Ton? Ah, stimmt, oben links steht, ich habe den Spielsound gemutet. Grafik-Settings, wichtig. Ich spiele auf Vollbild. Ich spiele aber wiederum auf Vollbild, weil ich zwei PCs habe und quasi auf dem PC, den ihr jetzt hier quasi seht, auf dem zocke ich nur und ich streame mit einem anderen PC. Das heißt, ich kann es mir erlauben, auf Vollbild zu spielen. Der Nachteil von Vollbild ist, wenn ihr quasi nur ein PC verwendet und ihr wollt mal irgendwie in Discord was anderes und ihr drückt die Windows-Taste, ihr tappt quasi raus, dann kriegt ihr immer einen kurzen Black-Screen. Also ja, es sieht einfach nicht smooth aus und es dauert auch deutlich länger. Deshalb kann ich euch auch empfehlen, das rahmenlose Fenster, falls ihr mit Vollbild nicht klarkommt oder öfter mal das Game raustappt oder irgendwie was anderes macht, würde ich euch das empfehlen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, dass zwischen Vollbild und Vollbild, rahmenloses Fenster, gibt es voll den Unterschied. Bei Vollbild ist man viel besser, man hat viel mehr FPS, man hat weniger Lags. Also ich habe ein Jahr oder so, bevor ich jetzt mein Dual-PC-Setup hatte, auf diese Einstellung hingespielt. Und ich kann euch sagen, ich merke keinen Unterschied. Falls ihr, wie gesagt, krasse Performance-Probleme habt und habt rahmenloses Fenster gespielt, könnt ihr es gerne mal mit Vollbild probieren. Aber wie gesagt, ich habe da nie einen Unterschied gemerkt. Testet einfach mal aus. Anzeigemonitor ist logischerweise euer Hauptmonitor. Ihr würdet euch, wenn ihr mehrere Monitore habt, natürlich den empfehlen, der die meisten Hertz hat. Ich denke mal, viele von euch haben 144 Hertz Monitor oder vielleicht sogar einen 240 Hertz Monitor. Wählt ihr auf jeden Fall den richtigen aus. Grafikkarte wählt ihr halt. Ja, die meisten von euch haben eh nur eine. Ich habe auch nur eine in dem PC. Wählen halt eure Grafikkarte aus. Bildwiederholfrequenz. Denke ich, wissen auch die meisten, was damit gemeint ist. Die passt ihr oder gleicht ihr an eure Herzzahl des Monitors an. Wenn ihr also einen 240 Hertz Monitor habt, stellt ihr bei Bildwiederholfrequenz auch 240 ein. Falls ihr aber, also ich glaube, ihr könnt ja gar nicht mehr. Also wenn ihr einen 144 Hertz Monitor habt, sind diese drei Optionen gar nicht für euch sichtbar. Also es sind wie gesagt Einstellungen, die nimmt das Game normal automatisch an. Falls das Game es irgendwie nicht tut, wie gesagt, hört auf meine Worte, passt hier einfach die Bildwiederholfrequenz eures Monitors an. Hier, das habe ich manchmal bei Spielstart, ist es irgendwie auf 66 gerutscht, wollt ihr auf jeden Fall auf 100 stellen. Ihr könnt hier auch ein bisschen rumprobieren, wenn ihr möchtet und ihr habt zu wenig FPS, könnt ihr hier auch, würde ich sagen, bis 90 gehen. Vielleicht 95 wird euer Bild halt natürlich deutlich, ja, verschwommener, unschärfer. Aber ihr habt ein bisschen mehr FPS, aber ansonsten, wie gesagt, würde ich es euch empfehlen, auf 100 zu lassen. Und falls ihr irgendwie mehr FPS haben wollt, könnt ihr mal gucken, 97, 95, ob euch da das Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie zusagt. V-Sync auf jeden Fall aus. Eigene Begrenzung der Bildwiederholfrequenz knüpft ein bisschen an den oberen an. Der hier ist wieder ein bisschen interessanter, weil ich euch jetzt was sage, was ihr euch bitte zu Herzen nehmt. Sagen wir mal, ihr habt einen richtig guten PC. Euer PC schafft, sag ich mal, auf Rebirth 200 FPS, aber ihr habt nur einen 144 Hertz Monitor. Dann bringt euch das ja nichts. Weil ihr könnt quasi nur so viel FPS sehen, wie euer Monitor hergibt. Das heißt, wenn ihr einen Monitor mit 144 Hertz habt und ihr stellt das Ding hier auf 240 und euer PC schafft sogar 240, dann habt ihr davon wenig. Also gleicht dieses eigenes Bild wiederhole mit im Spiel bitte eurer Monitor-Herzanzahl an, weil ansonsten arbeitet euer PC einfach umsonst. Klar, ihr habt dann oben links die FPS stehen, die euer PC schafft. Sagen wir jetzt mal 240. Aber euer Monitor kann nur 144 Hertz wiedergeben, also passt da bitte auf. Hier würde ich euch empfehlen, einen Wert zwischen 30 und 60, weil wie gesagt, sonst ist euer PC auch im Leerlauf einfach am Schuften, was einfach nicht sein muss. Nvidia Highlights deaktivieren, Nvidia Reflex für geringe Latenz würde ich auf jeden Fall aktiviert plus Boost ans Herz legen. Habe ich auch schon immer so gespielt, seitdem es integriert wurde. Hier diese Einstellung habe ich auch nach bestem Wissen und Gewissen für euch ausgesucht. Das sind meiner Meinung nach die am besten funktionieren, vor allem auch für Performance. Ihr könnt hier gerne, falls ihr eine gute Grafikkarte habt, eine 3060, 70, 80, 90, ich weiß nicht, was die AMD-Pendors dazu sind, einfach mal austesten, ob ihr ein FPS-Einbußen habt
ob ihr FPS-Einbußen habt, falls ihr auf normal geht. Normalerweise oder meiner Erfahrung nach könnt ihr zwischen sehr gering, gering und normal wechseln, ohne groß FPS zu verlieren. Auf normal habt ihr nochmal deutlich angenehmeres, schärferes Bild, aber höher als ja, normal, also auf hoch würde ich nicht. Könnt ihr euch hier gerne mal durchtesten, was für euch, ja, auch wieder dieses Kosten-Nutzen-Ding, wie viel FPS gewinnt, verliert ihr und wie schätzt ihr quasi den Vorteil, also in dem Fall jetzt die bessere Text oder bessere Texturen ein, ob euch das halt das Ganze wert ist. Ansonsten die beiden Sachen auf hochstellen, hier alles deaktivieren. Shadow Map würde ich euch tatsächlich sogar ans Herz legen, das Ganze auf hoch zu machen. Habe ich auch ein bisschen hin und her getestet. Macht keinen Unterschied, also von den FPS, also könnt ihr das auch ohne Probleme auf hochstellen. Punktschatten und Sonnenschattenpuffern auch auf jeden Fall aktivieren, dann kann euer RAM im Hintergrund schon ein bisschen vorrendern. Bringt tatsächlich sogar ein paar FPS. Partikelbeleuchtung gering. Raytracing gibt es sowieso nicht in Warzone. Die zwei Sachen auch aus. Und das Ganze hier könnt ihr auch gerne so übernehmen. Bei dem Anti-Bubble, keine Ahnung, wie man das ausspricht bei der Einstellung hier. Könnt ihr auch auf das hier gehen. Das hatte ich ganz am Anfang. Filmisches SMAA T2X sorgt dafür, dass das Spiel so ein bisschen weich gezeichnet ist, so ein bisschen milchig wird. Finden manche vielleicht angenehm, andere wiederum auch nicht. Seid euch aber im Klaren, dass falls ihr Filmisches oder generell irgendwas über hier SMAA 1X benutzt, dass ihr dann halt deutlich, oder das heißt deutlich, ihr verliert schon so 5-10% an FPS. Müsst ihr auch wiederum wissen, ob es euch das wert ist. Ich habe mich an ausgewöhnt, sieht am Anfang tatsächlich nicht so nice aus, aber man gewöhnt sich dran. Und wenn ihr es auf aus testen wollt oder sogar spielt, auf jeden Fall Filmstärke auf 1, sonst sieht euer Bild echt beschissen aus. Ansonsten, wie gesagt, kopiert die Einstellung sehr gerne. Ich drücke auch nochmal hier auf Übernehmen, weil manchmal speichern sich die Einstellungen bei mir nicht nach dem Spielstart. Das ist auch ganz verrückt. Also wie gesagt, schaut immer, vor allem bei Grafik, auch falls jemand das Game neu startet. Einen Tag geht es nicht, am anderen Tag hat sich das ja wieder zurückgestellt. Also immer nochmal gucken, kurz kontrollieren. Vor allem auch die zwei Einstellungen hier resetten sich bei mir gerne. Hier Punktschatten und Sonnenschatten, also seid da auf der Hut. Audio-Settings, spiele ich auf Höhenboost. Genau, das hier ist Lautstärke. Ich reguliere das eh nicht hier in-game. Ich reguliere das über meinen Mixamp oder über meinen GoXLR-Mischpult. Wie gesagt, Höhenboost. Ansonsten die Astro-Comment-Setting. Comment-Center-Settings sind wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich auch schon ganz viele verschiedene Ansichten von euch gehört. Manche sagen top, anderen sagen flop. Müsst ihr einfach mal austesten, ob es euch taugt. Wie gesagt, ist für ein A40 und A50 geeignet, meine Einstellung. Genau hier, das sind auch relativ uninteressante Einstellungen. Falls ihr irgendwie in-game reden wollt, könnt ihr auch hier immer feinjustieren. Ist euch überlassen. Controller-Einstellung, denke ich auch interessant für viele. Ich spiele auf Taktiksteuerung, das heißt, bei mir ist Ducken, Hinlegen, Rutschen und Nahkampf getauscht. Das heißt, ich habe den Nahkampf, das Messer und das Schlagen auf B und das Ducken, Hinlegen auf rechten Stick, rechten Analogstick reindrücken. Toter Bereich würde ich auch mal ein bisschen anpassen. Ich habe es zwar schon immer auf 0,05, was ihr für einen Controller habt, ob der stark abgenutzt ist, ob der neu ist, könnt ihr ein bisschen feinjustieren, aber ich finde 0,05 ist für mich so der Sweet Spot, was schon, ja, was eigentlich mit jedem Controller bis jetzt gut funktioniert hat. Ich spiele 7-7 ohne Multiplikator. Ich bin kein Freund davon, dass wenn man irgendwie im Aim ist, im Scope ist, ist dann man irgendwie ja eine höhere oder niedrigere Empfindlichkeit hat. Zielrex-Suche auf dynamisch. Wichtiges Setting, ich finde, ohne, jetzt steht jetzt hier umgekehrt, der S-Kurve für hochpräzise Zielsteuerung. Ich finde, dass man einfach auf dynamisch smoother unterwegs ist. Auf linear habe ich so das Gefühl, wie die Einstellung ja schon sagt, dass das Ganze so ein bisschen, ja, ist eher konstant. Und auf dynamisch habe ich das Gefühl, wenn ich so im Training bin, wird es immer ein bisschen schneller. Aber man muss irgendwie ein Gefühl dafür reinbekommen. Also probiert es gerne mal aus. Ich spiele auf dynamisch, ich kann es euch nur ans Herz legen. Vielleicht, ja, bedarf es ein bisschen Gewöhnungszeit, falls ihr davor auf Standard oder linear gezockt habt. Aber ich finde dynamisch sehr, sehr gelungen. Und ich würde es einfach mal ans Herz legen, das Ganze auszutesten, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, was da jetzt auf Fachchinesisch der Unterschied ist. Für mich fühlt es sich einfach am besten an. Controller-Vibration deaktiviert. Ich verstehe auch nicht, wie Leute damit mit aktiviert zocken. Falls ihr mit aktiviert zockt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wieso, weshalb, warum, weil das noch nie verstanden. Eigentlich sämtliche Sachen in-game, außer jetzt vielleicht in Kampagnenspielen, kriegt man auch so mit, ohne dass der Controller vibriert. Und ich finde, das ist einfach nur Ablenkung, wenn irgendwie der Nate neben dir explodiert und der Controller vibriert. Aber ey, sei auch jedem freigestellt, so wie jedes Setting hier, wie jede Einstellung im Video, logischerweise. Anvisierhilfe habe ich auf Standard. Zielhilfe mit Sichtfeld skalieren. Da möchte ich euch noch mal kurz was zu sagen. Ihr seht, falls ihr ein hohes Sichtfeld habt, so ein hohes Sichtfeld, ich weiß nicht genau, ab wann das hier anfängt. Ich sage jetzt mal einfach über 105 habt. Das heißt, seht ihr diese weiße Box? Diese weiße Box ist euer Aim Assist, eure Zielhilfe sozusagen. Das heißt, sobald der Gegner, ihr seht, das hier ist die Hitbox des Gegners, sobald diese rote Fläche in diese Zielhilfe-Box reinkommt,
verlangsamt sich euer Aim. Eure Bewegung wird langsamer, weil das Spiel euch quasi dann hilft und sagt so, oh, jetzt langsamer zielen, da ist ein Gegner. Wenn ihr das Ganze jetzt aber auf aktiviert stellt, also quasi auf enabled, hier so wie es rechts ist, dann wird eure Zielhilfe kleiner, wenn ihr ein höheres Sichtfeld benutzt. Jetzt nochmal ganz langsam. Sagen wir jetzt mal, ihr spielt 120er FOV. Das hier, sagen wir jetzt mal, ist 120er FOV. Dann ist eure Zielhilfenbox kleiner, weil bei eurem Bild ja auch die Gegner kleiner sind. Das heißt, ihr kriegt erst deutlich später Aim Assist, wie beispielsweise hier. Wenn ihr nämlich ein hohes Sichtfeld benutzt und ihr stellt diese Einstellung hier auf deaktiviert, dann habt ihr eine größere Zielhilfe und euer Aim verlangsamt sich schon, obwohl ihr noch gar nicht auf dem Gegner drauf seid. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen klar geworden, was ich hier meine. Falls es nicht klar ist, schreibt es in die Kommentare, dann zeige ich euch das mal in-game nach dem Urlaub, wie sich das wirklich äußert. Zeige ich euch das irgendwie Multiplayer mit einem Bot, wann quasi der Aim Assist oder die Zielhilfe wirklich aktiviert wird. Und ich kann euch, wie gesagt, auch wiederum nur ans Herz legen, gewöhnt euch an aktiviert, weil dann habt ihr quasi präziseres Aim. Ansonsten, wie gesagt, ist der Aim Assist meiner Meinung nach die Zielhilfe, kickt zu früh rein und euer Aim wird schon langsam, obwohl ihr noch nicht mal richtig auf dem Gegner drauf seid. Wie gesagt, natürlich auch nur vom Belang, falls ihr ein Sichtfeld irgendwie über 105 spielt. Ich weiß gar nicht, ob es bei 100 zum Beispiel jetzt auch schon Unterschied macht, aber so oder so würde ich einfach ans Herz legen, das Ganze auf aktiviert zu stellen und dann solltet ihr auch da deutlich besser unterwegs sein. Genau, hier, das sind Einstellungen, die lasse ich, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, könnt ihr auch einfach gerne so kopieren. Das hier ist eine wichtige Einstellung, kontextabhängig in Warzone, dass ihr nicht beim Looten irgendwie die Taste gedrückt halten müsst. Also ja, kontextabhängig. Rutschfallen tippen ist auch ganz wichtig, weil sonst könnt ihr nicht richtig Cancel sliden oder generell sliden. Das ist noch wichtig. Und ich spiele halt noch mit automatischem Taktiksprint. Falls ich da irgendwie nochmal ein Video zu machen soll, schreibt es mir auch in die Kommentare rein. Und natürlich den automatischen Fallschirmeinsatz. Auf keinen Fall wollt ihr den anhaben, weil sonst könnt ihr nicht so, ja, knapp vom Boden landen und habt da auch einen Nachteil, falls ihr mal irgendwie in der Nähe von einem Haus sein sollt und dann geht das Ding automatisch auf. Wollt ihr auf jeden Fall nicht. Also automatischer Fallschirmeinsatz natürlich deaktiviert, aber aufpassen, dass ihr keine Arschbombe macht. Hier gut, das sind wieder andere Settings. Ist der VPN an? Ne, der ist sogar mal aus. Wunderschön. Ich glaube, das waren jetzt erstmal die Settings, die ich euch ans Herz legen wollte. Das sind, denke ich, auch die wichtigsten. Wie gesagt, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche dann nach dem Urlaub nochmal ein ausführlicheres Video zu machen. Aber ich denke mal, ich habe an sich die meisten Sachen abgedeckt. Lass mich nochmal kurz überlegen. Ich habe euch die Nvidia-Systemeinstellungen gezeigt. Ich habe euch die Windows-Einstellungen gezeigt, die ich noch wichtig finde. Und ich rate euch noch ab, genau, Schlusswort vor allem jetzt an die PC-User. Wie gesagt, das Video richtet sich ja hauptsächlich an PC-User. Lasst euch nicht veräppeln von diesen ganzen FPS-Performance-Boost-Sachen. Ich kann euch hier jetzt zum Beispiel auch zeigen, oh, noch wichtige Sache, bevor ich auf das zu sprechen komme. Eure Anzeigeeinstellung solltet ihr auf jeden Fall überprüfen, dass hier, ihr geht auf, also Desktop, Rechtsklick, Anzeigeeinstellung, geht runter, erweiterte Anzeigeeinstellung. Klickt ihr hier auf euren Monitor und schaut dann, dass eure Aktualisierungsrate die höchste ist, ne? Die verfügbar ist für euren Monitor. Das habe ich auch schon gesehen, das sollte ein 240 Hz Monitor haben, hier aber 60 Hz und habt dasselbe Problem. In-game steht auch um 200 FPS, in-game 240 Hz etc., aber ihr müsst es quasi hier in Windows nochmal einstellen. Also seid hier auf der Hut und stellt das hier bloß richtig ein, sonst haben wir wirklich ein Riesenproblem. Genau, und es gibt, wie gesagt, Leute, die sagen euch zum Beispiel so Sachen wie hier Energiesparplan, stellt das auf Höchstleistung oder ultimative Leistung. Ich kann euch nur sagen, ich kann euch nur davon abraten, ihr tut eurem PC da auf Dauer keinen Gefallen. Und ob ihr da jetzt deutlich mehr oder weniger FPS habt, hat sich mir bis jetzt, bis dato auch nie bestätigt. Also ich hatte nie mehr FPS, nur weil ich den ultimativen Iron Man XXL Super Energiesparplan ausgewählt habe. Im Endeffekt sorgt ihr dafür nur, dass euer PC unnötig Strom verbraucht oder teilweise sogar, ja, einfach irgendwelche instabilen Prozesse. Also wie gesagt, da gibt es wirklich ganz viel. Lasst euch nicht veräppeln. Wie gesagt, meine Settings sind, vertraut mir da, ich will euch nicht an der Nase rumführen, denke ich, die besten, die es gibt für FPS. Ich denke mal auch, dass die meisten anderen Streamer oder Competitive-Spieler, die ihr kennt, ähnliche Settings haben und ihr müsst da nicht in den Tiefen eures PCs irgendwie rumstellen, um da ein paar FPS mehr oder weniger zu bekommen. Das ist auch am Ende des Tages nicht wert. Glaubt mir, ich habe da einiges hinter mir. Ich würde euch da ans Herz legen, einfach meine Settings zu übernehmen. Die Ingame-Settings, noch die Hintergrund-Apps aus, die zwei, drei Einstellungen in Nvidia-Systemsteuerung. Und dann hat sich die Sache, ihr könnt auch gerne mal, falls ihr mal das Gefühl habt, euer PC wird ein bisschen langsamer, dann stellt ihr hier Temp zum Beispiel ein, drückt, also
Prozent, 10%, ihr habt es gesehen, dann drückt ihr Steuerung Alt und löscht hier mal den Ordner. Das sind so Dateien, ja, die sich so mit im Laufe der Zeit so ein bisschen stapeln, ne, die keiner braucht. Könnt ihr mal gerne löschen, aber damit habt ihr jetzt keinen mega Performance Boost bekommen. So, Video wurde jetzt ein bisschen länger. Ja, das ist schon spät. Ich habe auch vielleicht auch ein, zwei Mal dasselbe nochmal erzählt. Tut mir leid, falls es so war. Ansonsten wünsche ich euch, ja, viel Spaß mit den Einstellungen im Game. Nochmal mein Schlusswort. Testet das Ganze ein bisschen aus, ne? Also, kompiliert jetzt nicht die Einstellung, spielt ein Game, habt ein schlechtes Game und sagt, oh, die Einstellungen sind scheiße, sondern gebt dem Ganzen mal 2, 3, 4 Stunden, 1, 2 Tage. Und falls euch dann irgendwas nicht gefällt, könnt ihr immer noch feinjustieren und ein bisschen rumtricksen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch vor allem nicht mit Einstellungen. Ich tue mir manchmal auch schwer, ich bin auch ein Gewohnheitstier, Gewohnheitsmensch, so wie viele von euch auch. Ich habe mir auch ganz lange ganz schwer getan mit dem Sichtfeld. Wie gesagt, testet einfach mal aus, was euch taugt, was euch nicht taugt. Ich denke mal, ich habe euch da jetzt so ein gutes, grobes Bild gegeben, an dem ihr euch so ein bisschen langhangeln könnt. Und dann könnt ihr trotzdem nochmal für euch quasi bestimmen, was ihr jetzt nehmen wollt und was nicht. Ne? In dem Sinne, lasst einen Kommentar da, ein Abo, ein Like, würde ich mich sehr drüber freuen. Sorry, wenn es ein bisschen länger wurde. Wie gesagt, war jetzt hier noch relativ spät. Sorry für die Bubbles, für ja, das eine oder andere mal lost sein. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem weitergeholfen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder im nächsten Video. Ciao, ciao, lasst es euch gut.